Ja, immer noch Bedingungen mal neu mit K Ja. aufschreiben, das ist klar. AGB. AGBs. Wie? Le Arabic Pass kostet ein Diamant im Moment. Ein Diamant! Und der Arabic Pass ist jeweils eine Woche in echt. Du willst mir sagen, ich soll jede Woche ein Diamant bezahlen, damit ich in eine Drecksmine da hinten kann? Ich werde sterben. Aber er hätte Le Arabic Pass, jetzt kann er wieder gratis die Töne. Bezahlt, hat Björn jemals Eisen sorry, Dia Ja, bezahlt? tatsächlich. Nein, Ja. kein Tier. Ja, eben, Das wäre er ja bekommt damals gratis, das günstig. ist Diskriminierung, er bekommt es gratis. Nein, 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 Nein. nein, nein. Ich habe es ja predicted, weißt du? Ich habe ja gedacht, ich habe direkt schon früh investiert. Okay, gut, Ja, dann so investiert. Mann. Okay, dann investiert alle in mich. Es kostet 3 Millionen Diamanten und eventuell bekommt ihr 4 Millionen. Der ganze Ein bisschen, Seife. der hat mir direkt das Angebot. Stimmt nicht! Er ist zum Kunden hingegangen und hat ihn direkt beraten. Stimmt einfach nicht! Aldi, du hast ihn ja auch auf, ist vor einer Woche gültig. Ich werde dich schlagen. Ey, die Ich Höhle kann ja mal Björns sieht Dokument geil aus. sehen. Weil eventuell schaue ich mal, wie einfach es ist, das zu fälschen. Nein, 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 es ist ein mündliches Dokument, weißt Es ist ein NFT. Es ist nur Björns normal da. Ich kann einfach einen Screenshot machen. Ha? Du hast jetzt vor 16 Gold drauf, anstatt ein Diamant. Sehr billiger Preis. Nein, das ist überteuert, das Fuck! Das Dafür auch zeigt uns zu. die klaren Nachteile des Kapitalismus. Also, okay, Die kannst du mir noch Arabische. mal alle Vorteile des auflisten, bitte? Es heißt nur Arabic Pass. Le Arabic Pass, okay. Also, du hast Vorteil, du kannst einmal pro Tag 16 Sand Free Entry to Wie sehr Arabic. gut, dass du Englisch kannst. Was heißt Ja, Höhle? Cave, Cave. Cave. Ich mache nur dreimal pro Tag 16 Sand, sonst kommt all den jeden Tag online. Ich mache 28 Sand pro Woche. Hallo? Hallo. Hallo. Guess who's back? Wer Wenn der Le Arabic Pass sofort kaufst, dann kommst du gerade direkt 128 Premium Sand über. Also zwei Stacks Sand. So. Okay. Warum auch Dann hast immer? du. Ja, weiter. Also, den Sand den hast du dann immer pro Woche. Das heißt, sobald du es nochmal kaufst. Ja, ich denke, sobald ich genügend Diamanten habe, werde ich mir einen Kauf überlegen, weil jetzt momentan bin ich einfach nicht kauffähig oder in irgendeiner Lage fähig, die Situation zu beurteilen. Ich will jetzt nicht hier falsch urteilen. Kauft nicht etwas, ohne zu denken. Die Brücke wird tatsächlich größer, als ich gedacht habe. Tut Ja, mir das leid, nehmen Umwelt. Ich glaube, ich muss wieder Umweltschäden anrichten. wir Ja, ich muss, glaube ich, wieder künstlich die Erde sozusagen bearbeiten. Ich muss morgen wieder Kontaktlinsen holen gehen. Stell dir vor, so schlechte Augen zu haben, dass du Glas vor deinen Augen tun musst. Schon ein bisschen cringe. Nicht So, Brain. geh nicht immer auf behinderte Leute, du Mann. Du Rassist, ey. Was hat das mit Behinderung zu tun? Behinderung Das geht. ist eine Behinderung, das ist eine Seheinschränkung, ist eine Behinderung. Das heißt, ich bin offiziell behindert, ey. Wenn ihr sehen wollt, wie meine Brücke aussieht, ist jetzt fertig. Also. Gott, das hat im Moment noch keine Fackel. Gottes Willen. Da geht schon mal gut. Also, ihr erklärt noch schnell bis zum historischen Hintergrund. Okay. Da So hätte eine ich Tour, kurz so eine mal. Tour. Während dem Bau hat man da Kohle gefunden. Hier Okay, das ist gut. ist darum die Verarbeitung zu Fackeln, wo dann Oh, der schlussendlich Selfie ist wird. Fotos machen wie so chinesische Touristen. Bling, bling. Genau. Foto, okay, weiter geht's. Da sieht man noch das Grab von einem Gastarbeiter, da ist heute nicht. Foto. Gut, dann da, nochmal ein historischer Hintergrund, da ist dort mal ein Testloch gebaut, da, zum schauen, wo man ist. Foto, 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 Foto. Genau, das ist nochmal ein historischer Hintergrund. Da hat man dann gemerkt, dass man eine Kurve muss machen muss. Und Foto, schlussendlich da Foto. schon. Oh, Fotos, ah, Tourist, ah. Da geht dann der Weg ab, ist noch gefährlich, nicht abgekommen, ja, hat Ah! dann den Abgang unterschrieben. Ein Bein. Hilfe. Ich bin verletzt. Mein Bein. Ich Ja, hab's gebrochen. bau extra ein Premium weg. Eine Spinne greift mich an. Ach, sie stößt mich weit. Das Ah! kommt schon. Gott verdammt. Also, Leute, was glaubt ihr ist besser als Flaggenmast? Stämme oder Zäune? Und die Diskussion kann beginnen. Go.
Kommt drauf an, wie groß, wenn du es klein machen möchtest, Stämme. Es ist 3x5, die Flagge ist 3x5. Klein. Dann würde ich trotzdem Stämme benutzen, weil das ist schon relativ groß. Ich beende die Folge damit. Ciao und bye, okay.